Hey, liebe Leute, und willkommen zur nächsten Runde von Stellaris. Wir machen weiter mit unserem viktorianischen Empire. Da werde ich hier glatt unterbrochen. Gefechtsrollen. Experimentelle Subraumnavigation. Können wir mal machen, wenn es schon eine seltene Forschung ist. Wir sind immer noch im Krieg, weil die Sacred Order of Kuda hat sich mit denen hier ein bisschen überworfen und da mussten wir ihnen ein bisschen helfen, erstmal seine Territorien wieder zurückzukriegen, und jetzt sind wir gerade dabei, den mal seine Flotte hier kaputt zu machen, in der Hoffnung, dass er dann mal doch irgendwie zurückschlägt. System Survey concluded. Aber er hat irgendwie keine Lust, seine ganzen Einheiten zu bewegen, was sehr merkwürdig ist. So, wir schicken die mal hier mit rein. Denk mal, die werden auf dem Weg hierhin sein. Und dann versuchen wir einfach mal hier, ihn so ein bisschen zu nerven. Oh, 3000. Wie viel haben wir? 2,6. Red Alert. Spaceport under fire. Ja. Aber der wird auch nicht lange durchhalten, leider. Red Alert. Knowledge is the key to the universe. So, ich hoffe mal, er chillt da noch ein bisschen, damit wir hier hinterherkommen. Was haben wir jetzt? Fortschrittliche Railgun. Oh, das müssen wir alles noch verbessern, denn... Weltraumtorpedos. Eine Flakkanone. Wir machen mal kurz die Torpedos, die gehen sehr schnell. Research concluded. Kulturarbeiter machen aus bla, bla und bla. Das geht auch sehr schnell. Oh, los, die dürfen nicht entkommen. Engaging hostile forces. Nice. Da kommen die nächsten gleich mit rein. Nice. Alle verbünden. Schon sind wir bei 3,7. Und wir müssen dann noch das Ding hier zurückerobern. Und dann versuchen wir jetzt, ihn hier aufzuhalten. Könnten vorher vielleicht nochmal heilen gehen, beziehungsweise unsere Sachen nochmal verbessern. System Survey concluded. Ja, müssten wir aber eigentlich schaffen. Ja, die kommen uns sogar entgegen, okay. Sogar ab. System Survey concluded. So, ne, dann werden wir mal heilen gehen.
Endlich, der setzt sich jetzt auch mal in Bewegung. Ich hoffe mal, dass der jetzt hier die ganzen Sachen, ja, einnehmen wird. Sehr gut. Wie gesagt, indem wir ihm jetzt da seine ganze Armee kaputt gebaut haben, dann hat er jetzt hier eigentlich leichte Hand. Ich werde jetzt hier einfach von hier oben weiter runter gehen und da noch ein paar Sachen einnehmen. Da kommt schon die nächste Armee. Für mich jetzt aber erstmal wichtig, dass wir hier alles reparieren. Und ruhig nochmal verbessern. Construction completed. Wir bräuchten mehr exotische Gase. Ganz dringend. Hier sind immer noch so viele Arbeitsplätze frei. Wohnungen haben die auch noch genug. Plus 14 ist eigentlich nicht mehr so viel. Energienexus. Auf irgendeinem Planeten hatte ich so eine Gasfabrik. Die muss ich mal kurz gucken. Hier gibt es kaum noch Wohnungen. Wir bauen mal so einen Stadtdistrikt. Hier exotische Gase. Da arbeiten die Leute aber schon komplett. Da können wir noch Dienstleistung verbessern. Wir haben wahrscheinlich nachher wieder ein bisschen Probleme mit den Konsumgütern. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall so eine exotische Gasefabrik nochmal bauen. Was mich hier mal interessiert. Chemische Bepflanzung. Landwirte, Techniker. Okay, hier sieht man nämlich, wo noch Plätze frei sind. Chemiker. Genau, da ist aber kein Platz mehr frei, ne? Shit. Okay, da müssen wir mal gucken. So, die ganzen Erlasse sind weg. Richtlinien. 25.000, das können wir uns locker leisten. Hier sind wir auch fast wieder voll. Machen. Ich will nicht zu viel. Agrar sieht gut aus. Produktionsziel ist auch okay. Na schade, wir machen echt wenig mit diesen Kristallen. Die Schiffe werden immer noch verbessert. 2-7. Ein was? Ach, a war has erupted. Okay, alles gut. Ist jetzt doch ein bisschen scary hier. 2-7. Wir haben hier 3-4, warte mal.
Plattenmanager. Wo ist denn hier unsere 4-4er-Flotte? Hier unten. Schicken wir die mal nach hier, obwohl die könnten wir auch noch verbessern. Wir verbessern die mal. Und die zweite Flotte, die könnten wir... Oh, die Flottenkapazität ist schon über Schnitt. Wir haben zu viel Zerstörer. Alter, 5000 Legierungen. Na, die sind über der Flottenkapazität. Das wird so nix. Ich müsste mal hier ein paar Zerstörer rausnehmen. Oh, weil wir sind ja hier schon 13. Nee, kann man nichts machen. System Survey concluded. Ich glaube, dann mache ich hier die exotischen Gase. Moment, Adelswesen, Luxusresidenz. Flüchtige Teilchen nicht. Exotische Gasraffinerie. Glaube ich sogar ein bisschen beschädigt, kann das sein? Research concluded. Röntgenlaser, Wurmlochreise, Forschungsinstitut. Ich glaube, wir werden das mal nehmen. So, er fängt jetzt langsam mal an, hier oben was einzunehmen. Hier traut er sich aber nicht weiter, okay. Die Verbesserung dauert ganz schön lange. Ich denke mal, wir werden das jetzt hier wieder verlieren. Die sind aber ziemlich stark beschädigt. Da kommt die neue hier. Na, wir müssen leider auf die Schussverbesserung warten. Gucken, 3-4. Vier. War has been declared. 3-6. Ah, er ist ziemlich scary. Gerade wenn er jetzt hier alleine unterwegs ist. Wenn ich schaffe, die so ein bisschen aufzuteilen, dann könnten wir da irgendwas machen. Oder er hilft mir mit hier. Research concluded. Engaging hostile station. Mega komplexe. Sternbasenkapazität, das geht schnell. Research concluded.
Weltraumtorpedos. Mineralien von Bergarbeitern, plus 10%. Stadtdistrikte Wohnung brauchen wir erstmal nicht. Ja. Das sollte uns hier nochmal einen kleinen Boost geben, weil wir konsumieren doch ganz schön viel. Alter, hier die Armada, die kriegst du echt nicht kaputt. Ich meine, die sind auch ein bisschen beschädigt. Construction completed. Wie gesagt, wenn er mir hilft, hat man auch noch eine Chance. Okay, jetzt teilt er sich auf. Wie sieht's denn bei dem hier aus? Der ist immer noch am Verbessern. Die beiden hier gegeneinander. Der wird auf jeden Fall auf den Sack kriegen hier. Da werden wir auch nicht rechtzeitig da sein. Oh mein Gott, was habe ich getan? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au, 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 au. Fortführen 5000. Ja, das kriegen wir hin. Das war so nicht geplant, würde ich sagen. Dafür kriegt er jetzt richtig auf den Sack und ich muss mich jetzt hier zurückziehen. Wie ärgerlich. Okay, der ist immer noch am Verbessern. System Survey concluded. Sehr ärgerlich, muss ich sagen. Das können wir verbessern. Wichtige Teilchen, ne, die haben wir. Wir brauchen seltene Kristalle. Beziehungsweise auch die Gase. Oh, ist das ärgerlich. Der hätte noch da oben lang fliegen können. Habe ich einen Moment nicht aufgepasst, aber. An alien nation is hailing us. Everyone sucks, alles klar. Wir haben jetzt fast alle durch hier, würde ich sagen, oder? Bla bla bla. Oh, endlich, die haben Frieden geschlossen. Die würden einfach nur erniedrigt. Na wow. Das hat sich ja gelohnt. Na egal, gut, dann können die hier bleiben. Das ist okay.
Waffenstillstand. Ja, die sind. Die sind jetzt Mitglied von einer Föderation. Das war mit denen hier. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Die sind uns aber trotzdem auch unterlegen. Das ist echt ärgerlich. Da sind wir komplett im Plus. Wir können aber auch mal wieder was verkaufen. Da sogar miese. Yikes. Das heißt, wir müssen hier noch mal eine Zivilfabrik machen. Hier hätten wir seltene Kristalle. Die bräuchten wir eigentlich auch. Aber wir müssen erstmal noch mehr Konsumgüter. Wir haben, sind da richtig im Minus geraten. Yikes. Research concluded. Befehlslimit. Verwaltungslimit, das ist immer gut. Ship upgrades applied. Zeit wird's ja. Knowledge is the key to the universe. So, wo ist denn jetzt hier meine andere Flotte hingesprungen? Komplett wieder hier zum Ausgang. Okay. So, du fliegst mal wieder hier hin. Oh, nee, ist zu teuer. Null leere Strahl. Kann Energie zerstören. Das geht schnell. Dann machen wir hier aber die seltenen Kristalle. Oh, das geht ihnen ja ganz schön auf den Sack. Construction completed. Bisschen Nahrung. Wir können natürlich die Nahrung auch verkaufen. Knowledge is the key to the universe. System survey concluded. Hat nicht wirklich viel gebracht, leider. Plasmatriebwerk. Okay. So, wir müssen jetzt wirklich wegen den Konsumgütern gucken, dass wir da wieder ein bisschen in den Plus kommen. Completed. Können die immer noch kaufen? So schlimm ist es jetzt nicht. Aber so für die Zukunft. Ja, die können wir sogar verbessern. So viel Mineralien haben wir leider auch nicht mehr. Knowledge is the key to the universe.
Energiecredits brauchen wir nicht wirklich. Schnellere Forschungsgeschwindigkeit ist natürlich GG. Regierung machen wir auch ziemlich wenig, das ist auch... War has been declared. Ist mir egal. Werden all unsere Legierungen weg. Aber andererseits, wir müssen sie verbessern oder wieder aufstocken. System Survey concluded. So, das ist in Arbeit. Das ist auch okay. Ja, schade. Also wie gesagt, wir haben denen ja hier geholfen, aber er hat ihn wirklich nur erniedrigt. Er hat jetzt wirklich nicht viel dabei bekommen oder so. Und die hier ist jetzt die Frage. Construction completed. Die sind schon im Krieg. Hat einen Waffenpakt. Und ich glaube, wenn ich denen den Krieg erkläre, dann geht's hier richtig rund. Weil dann habe ich quasi Krieg mit drei anderen. Bin ich mir nicht so sicher. Oh, was ist das hier? Construction completed. Dominierung. Ressourcenproduktion von Arbeitern und Sklaven. Sklaven haben wir nicht, aber Arbeiter haben wir. Die Annahme aller Dominierung erhöht unseren monatlichen Einfluss um einen. Okay. Aber erstmal kriegen wir jetzt weniger Kriminalität, wenn wir überhaupt Kriminalität gehabt hätten. Ne. Wir sind komplett frei davon. Construction completed. Wir brauchen da 40 Einwohner. Das dauert noch ein bisschen. Construction completed. Luxusgüter verteilen ist natürlich jetzt richtig blöd. Research concluded. System survey concluded. Okay, machen wir das. Die Raketen gehen ja schnell. Modulares Bauwesen. Das können wir auf jeden Fall mal nehmen. Nee, wir müssen leider das hier, obwohl es ist schnell. Wir dürfen so eine seltene nicht immer verschmähen. Aber das andere wäre gut gewesen, weil wir wirklich an Mineralien ziemlich wenig gerade dran sind. Weil all unsere anderen Sachen viel mehr verbrauchen. Everyone sucks. Oh, die sind aber riesengroß. Holy shit. The Serene Cat Empire. Haben die auch irgendwo... Merkwürdig, die haben gar keine... Städte.
Der Sorgswarm, der ist auch riesengroß. Ich glaube, der hat auch schon ein paar. Ah, hier, das Serene Cat Empire. Knowledge is the key to the universe. Die sind ganz schön aufgeteilt. Hier ist deren Stadt. Erbärmlich. Die haben richtig auf den Sack bekommen. Wahrscheinlich von den Sorg. Verwaltungslimit, Ressourcen. Bewohnbarkeit wäre natürlich auch eine Idee. Aber Ressourcen von Jobs 5%. Wir brauchen jetzt mal hier wieder ein bisschen mehr Economy. Daher werden wir das mal machen. Hier sind wir jetzt wieder mehr als im Plus. Ne, Quatsch. Hier müssen wir gucken. Außer exotische Gase, da fehlt immer noch was. Was können wir jetzt hier noch machen? Wir haben kaum noch Wohnungen. Diese sind auch voll. Das heißt, wir brauchen leider so einen Residentenkomplex. Gibt's da sonst noch irgendwas anderes? Nee. Okay. So, was haben wir hier? Auch kaum noch Wohnungen. Aber noch viele Distrikte. Das geht also noch. Das heißt, ich würde hier, glaube ich, auch noch mal so eine Zivilfabrik machen. Damit wir genug davon haben. Oh, da hat es den ersten quasi ausgelöscht. Und dann würde ich aber trotzdem hier schon mal noch einen neuen Wohnungsdistrikt bauen. Hier haben wir keine Arbeiter. Das heißt, wir können jetzt wirklich nur noch den hier bauen. Dann machen wir ja Zivilindustrie. Bauen wir mal hier noch einen, so vorsichtshalber. Haben wir irgendwo noch Blocker? Nee. So, aber vielleicht mit der besseren Bewohnbarkeit könnten wir mal noch ein bisschen uns irgendwo ansiedeln. Ich hoffe, die Forschung kommt dann nochmal. Gespannt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir in Sachen Expansion noch machen. Ich hätte, wie gesagt, gern mal Krieg geführt, um Leute mal komplett einzunehmen, beziehungsweise zum Vasall zu machen. System Survey concluded. Ich bin eigentlich immer noch dafür, dass wir den hier unten einnehmen. Construction completed. Müssen wir halt wirklich nur aufpassen. Ich denke mal, die werden hier unten irgendwo kämpfen. Die kämpfen ja gegen diese Robot-Fanboys. So, wir gucken mal kurz, wo sind wir? 34, okay. Bergbauförderleistung können wir mal aktivieren. Netzüberlastung, ja. Agrarsubvention brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ist das noch aktiv? Das geht noch. Okay. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut rein. Also gut, das haben wir hier mehr oder weniger geschafft, obwohl der jetzt keinen wirklich tollen Kriegsgrund gehabt hat. Haben wir ihm dennoch geholfen. Der hat sich hier trotzdem ganz schön wieder aufgebaut. Soll uns aber erstmal egal sein. Wir haben hier eine Abwehrstation, die 4000 ist.
mal sagen, wir bauen mal noch zwei Verteidigungsdinger. Könnten auch sternfest im... Oh, hier. Was? Dann kriegen wir bessere Legierungen. Das geht auch richtig schnell, von daher machen wir das mal. War has been declared. Der Sorgswarm, der macht hier echt Arbeit. System survey concluded. Der greift hier ihn nach dem anderen an. Construction completed. Komisch, dass er sich hier nicht verbreitet hat. Der hat sogar noch Riesenfläche, die er benutzen kann. Ey, der wird hier der Endgegner, glaube ich. Gut, wenn wir hier ein, zwei Sachen als Vasall nehmen könnten. Das wäre wirklich richtig cool. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Wir lassen mal jetzt die Flotte hierher fliegen. Wir haben immer noch Flottenkapazität. Das heißt, wir könnten die locker noch ein bisschen erhöhen hier. Das reicht eh nicht ganz, aber dann hätten wir nämlich zwei Vierer-Armeen. Dann müssen wir mal gucken, was wir mit denen an Arbeit machen können. Aber es wird ein ziemlich großer Krieg und vielleicht übernehmen wir uns da auch. Mal gucken. Aber ich will unbedingt einen Vasallen haben, mehrere, am besten alle. So wie es das Viktorianische Reich auch gemacht hat. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal einen Cut rein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge so alles anstellen. Wenn es euch gefallen hat, wäre toll, wenn ihr mir einen Like oder ein Abo dalassen würdet. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, bye bye.